Hallo meine Lieben, das wird jetzt kein Tutorial, sondern ich habe mir gedacht, ich mache mal eine neue Version meiner Gitarrenlehre sozusagen. Ich habe ja selber nie Gitarrenunterricht oder so gehabt, also mir fehlt ziemlich viel Basiswissen. Ich habe von Anfang an gleich angefangen, einfach nur Griffe zu lernen und dann einfach Songs nachzustrummen. Also mir fehlt ja ziemlich viel Basiswissen. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Aber ich denke mal, für die absoluten Anfänger, die wirklich überhaupt keinen Plan haben, so wie es mir damals ging, werde ich mal so ein paar Sachen, die ich weiß, erklären. Ich habe zum Beispiel mir damals die Gitarre geholt und wusste noch nicht mal, wo ich die Saiten runterdrücken muss. Wie die ganzen Sachen heißen, wusste ich sowieso nicht. Und ich habe dann gefummelt und habe gedacht, muss man jetzt auf dem Steg? Ich meine, das sind ja so Sachen, wenn man noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt hat und kein Basiswissen hat, dann weiß man es halt nicht, wo man jetzt runterdrücken muss. So hat es dann schon mal angefangen. Also, ich werde jetzt einfach mal, soweit ich weiß, euch mal eben so ein paar Sachen benennen. Also, das ist jetzt eine klassische Konzertgitarre, die. Im Normalfall haben alle Gitarren 6 Saiten, es gibt auch 12-seitige. Bei der Konzertgitarre ist es so, dass die unteren 3 Saiten aus Nylon sind und die oberen 3 Saiten sind auch aus Nylon, aber sie sind umspannt mit, ja, Metalldraht, sag ich mal. Da gibt es dann verschiedene Metallarten, Kupfer und Silber und keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall sind die oberen Saiten gespannt und die unteren sind aus Nylon. Und wenn ich mich nicht irre, ist das vor allem halt in der klassischen Musik besser dann zum Zupfen. Und es klingt halt anders. Aber die Unterschiede zwischen einer akustischen, sage ich zum Beispiel mal, Western-Gitarre und dieser Gitarre werde ich euch später noch sagen. So, also 6 Saiten bei der klassischen Konzertgitarre, die unteren aus Nylon, die oberen umspannt mit Metalldraht. Dann habt ihr den Korpus, also das ganze Ding hier, der Korpus, das Schallloch. Dann habt ihr, was gibt es denn noch? Das Griffbrett an sich, also den Hals und da drauf das Griffbrett, wo die ganzen Stege sind, nee, die ganzen Bünde, also das hier sind die Bünde. Und diese kleinen Metallstäbe dazwischen sind die Stege. Dann habt ihr oben die Stimmenmechanik, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht genau. Also halt diese Schräubchen, mit denen ihr die einzelnen Saiten dann höher und tiefer stellen könnt. Also stimmen könnt. Was haben wir noch? Das andere kann ich euch nachher besser an der Western-Gitarre zeigen, denn hier gibt es nicht mehr viel. Hier hinten halt sind die Saiten. Ich glaube. Nein, ich weiß nicht genau, ob das bei allen Konzertgitarren so ist, aber bei denen, die ich bis jetzt hatte, 2 an der Zahl, beziehungsweise 3, da ist das unten, sind die Saiten unten durchgezogen und geknotet. Und bei meiner Western-Gitarre, das zeige ich euch aber später, sind die mit so Stiften reingesteckt. So, dann ist hier unten noch so ein kleines Plättchen drin. Könnt ihr, glaube ich, nicht so richtig sehen. Mit denen die Saiten ganz minimal von unten nach oben so angeschrägt sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also die obere Seite liegt ein bisschen höher als die untere. Das kann man, glaube ich, auch ändern. Dass hier das kleine Plättchen kann man rausnehmen und dann irgendwie ein anderes reinstecken. So, ja. Dann kommen wir gleich mal zum, wie ihr die Gitarre halten solltet. Ja, da gibt es, gehen natürlich die Meinungen auseinander. Ich habe das immer so, ganz komisch. Ich sitze immer auf einem normalen Stubenstuhl oder Küchenstuhl. Es gibt auch spezielle Gitarrenstühle, die sind vielleicht besser geeignet. Aber wenn ihr halt einfach normal auf eurem PC-Stuhl sitzt oder auf eurem Stubenstuhl, dann mache ich das immer so. Ich habe diese komische Angewohnheit. Mein linken Fuß, den mache ich immer so hochkant und meinen anderen Fuß stelle ich da drauf. Man kann sich natürlich auch ein Fußbänkchen kaufen. Aber so mache ich das immer. Und dann stelle ich meinen rechten Fuß halt da drauf. Das geht auch gut mit meinen Schuhen. Und dann ist mein rechtes Bein ein kleines bisschen höher. Und die Mulde hier unten lege ich dann halt auf meinen Oberschenkel. So. Am Anfang hatte ich die Angewohnheit, dass ich mir die Gitarre so unter die Brust geklemmt habe. Dann hatte ich irgendwie mehr Kontrolle.
Aber dadurch habt ihr dann auch den Hals ziemlich weit unten. Das kommt dann halt darauf an, auf was für ein Stuhl ihr sitzt. Und wenn ihr kein Mädel seid, dann könnt ihr das sowieso vergessen mit der Brust. Also ich hatte am Anfang die Angewohnheit, das so zu machen, weil irgendwie hatte die Gitarre dann mehr Stabilität. Aber mittlerweile mache ich das eigentlich so. Und dann habt ihr halt euren Arm einfach hier oben locker drauf liegen. Hier auf dem dicken Bauch. So. Den Arm. So. Müsst ihr mal gucken. Eure Arme sind ja auch verschieden lang. Bei mir ist das so fast hier so der Abschluss von der, wie heißt denn das? Ellenbeuge. Und dann liegt das einfach locker drauf. Ja. Ganz locker. Dann alles aus dem Handgelenk. Dazu kommen wir später noch. Dann die andere Hand hat eigentlich im Normalfall so ein etwa so ein Winkel. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt bei mir seht. Also bei mir ist das eigentlich ziemlich rechtwinklig hier. So sollte das, glaube ich, sein. Bei so klassischen Spielern sieht man das oft, dass die irgendwie die Gitarre so halten. Ich habe keine Ahnung, könnte ich nie im Leben. Also ich glaube, die normale gute Haltung sollte so sein. Zumindest ist sie bei mir immer so. Da werden die Meinungen wahrscheinlich auch wieder auseinandergehen. Ihr werdet vielleicht auch jemanden finden, der sagt, das ist falsch. Aber so komme ich ganz gut klar. Also so ungefähr rechter Winkel hier so. Dann, ja, wie greift man denn hier vorne? Also den Daumen von hinten rum, aber nicht zu weit. Nicht, dass ihr hier oben jetzt hier irgendwie die Saiten angreift. Und da gehen auch wieder die Meinungen auseinander. Also ich habe das eigentlich einfach so. Ich greife da schon so ein bisschen rum, damit ich so ein bisschen Stabilität habe. Es gibt aber auch welche, die sagen, der Daumen sollte komplett dahinter sein, damit man noch besser die Akkorde greifen kann, die Griffe greifen kann. Da müsst ihr mal ein bisschen probieren. Ihr dürft nur halt nicht hier so rum, damit ihr nicht die obere Seite berührt. Und ansonsten einfach so den Daumen dahinter. Vielleicht auch ein bisschen krumm machen. Müsst ihr mal ausprobieren. Und dann zu den Fingern an sich. Wenn ihr Mädchen seid, dann würde ich euch empfehlen, oder ja, Fingernägel an der linken Hand ganz kurz. Ich weiß, es ist nicht schön. Ich konnte mich da am Anfang auch nicht mit anfreunden. Aber die müssen so kurz wie möglich, weil ihr müsst mit der Fingerkuppe die Saiten runterdrücken. Und das könnt ihr nicht, wenn ihr lange Fingernägel habt. Dann geht das halt nicht. Also mit dem geraden Finger so, also so müsst ihr die Saiten runterdrücken, sag ich mal. Und dafür müsst ihr kurze Fingernägel haben, denn sonst geht das nicht. Es gibt auch genügend Mädchen, habe ich schon gesehen, die haben dann etwas längere Fingernägel. Meine sind gerade auch nicht super kurz, also ich bin kein gutes Beispiel. Aber normalerweise müssen die ganz kurz sein, denn sonst müsst ihr die Saiten ja so greifen und dabei wird es schwierig, die anderen Saiten nicht zu berühren, denn ihr dürft ja nur eine Saite mit einem Finger berühren. Und das kriegt ihr auch damit hin. Ihr müsst die Finger versuchen, im letzten Gelenk hier vor allem, richtig so zu knicken. Also nicht so die Saiten zu greifen, also jetzt nicht so, sondern so. Könnt ihr das sehen? In allen Gelenken schön knicken. Das fällt mir vor allem beim, ich muss mal eben gucken. Nee, bei welchem Akkord fällt mir das denn schwer? Beim A zum Beispiel, genau. Bei welchem Griff? Beim A zum Beispiel. Seht ihr, meine Finger sind ziemlich gerade. Eigentlich, ich weiß nicht, ob das nur bei dem... Es gibt einige Akkorde, einige Griffe, bei denen fällt mir das ziemlich schwer. Aber generell von Anfang an üben, eure Finger so krallenmäßig zu knicken in allen Gelenken. Dann könnt ihr die Akkorde, die Griffe besser greifen. So, was ist denn ein Akkord? Oder, nee, fangen wir erstmal an mit den Saiten. Von oben nach unten habe ich mir damals gemerkt, weil ich von Anfang an immer englische Tutorials geguckt habe. Eat, also das E, all, A, day, D, get, G, big, B, easy, E. Also eat, all, day, get, big, easy. Die Saiten von oben nach unten. Oben ist der dunkelste Ton, unten der hellste. Also es klingt dann so. So habe ich mir das gemerkt. Es gibt auch deutsche Sprüche, mit denen ihr euch das besser merken könnt. Aber so sind halt die Saiten gestimmt. Und ich glaube, den Rest müssen wir gleich im nächsten Video machen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu Konfuzius. Bis gleich.